Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren South Park, The Sticker. Nee, The Fresh Hot Butthole. Ich habe irgendwie gewusst, ich werde mindestens einmal diesen LP verkacken. So, ich wollte jetzt aber mal gucken, wie es jetzt hier aussieht, was wir an Quests haben. Wir. Oh. Gehen wir mal hier auf die Karte. So. Was haben wir hier? Schnitzeljagd, Kopfaufnahmen, Job. Etwas Glaube trifft vom Magazin in der Kirche. Das Gespräch geht zur Schule. Heißt also, wir können da gerade nicht hin. Was haben wir hier noch so auf? Wir müssen immer noch für Randy herausfinden, wer das Auto zerkratzt hat, aber ich glaube, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Ich glaube, das Beste wäre halt wirklich, wenn wir erstmal hier zur Schnitzeljagd gehen. Wie gesagt, halt bei. Ich hätte gerade echt eine Face machen müssen. So. Das hilft nicht. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Merke. Ich hätte gerade echt eine Face machen müssen. Ich habe mich einfach nur schon verarscht gefühlt. Ich habe so nicht gereicht, dass da was ist. Aber naja. Hier. Ja. Kann ich hier? Ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Ja. So, jetzt aber hier können wir doch bestimmt was machen, oder? Keine Ahnung, was uns das gebracht hat, wir haben was gemacht. Ich würde sagen, wir gehen dann echt einfach nochmal ein bisschen auf Erkundungstour. Nein, ich spiele nicht auf der Straße. In der Post waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich diese Folge überhaupt hochlade, weil gerade hatte ich ein bisschen eine Auseinandersetzung mit einem Kumpel gehabt. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere. Richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Okay, ich erinnere. Nee, ich hatte gerade das Hoffnung, ein bisschen Kumpel, wollte mich einfach nur was abreagieren. An sich klappt das immer ganz gut, aber solche. Bekommt ihr die Höhenluft? Soll ich dir einen Therapeuten organisieren? Alter. Du hast deine Lebensberechtigung verloren. Hier. Also wirklich. Tschüss. Nee, normalerweise kann ich mich immer bei. Weißt du ein geheimes Wissen, Schnucki? Wer flieht denn vor Raisins Girls? Das ist für alle Raisins Girls. Achso, lol. Was den Plan ändern? Also, okay. Da habe ich nicht gereicht, dass das jetzt wieder die von eben waren. Jo. Blitzfree. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Sorge vor Sache Lebensraub. Machen wir das schon mal. Cool and Friends für immer. Sehr schön. Die erste ist weg. Zeig uns, was du drauf hast. Hier machen wir das hier. Das ist schon mal wieder. Ich habe gerade verstanden, ich habe gerade die Windel gemacht. Das steckst du weg. Aber ich. Hätte gedacht, dass Brennen so wehtut. Normale Menschen? Fühlt den Zorn von Humankind. Humankind. Und tschüss. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Okay.
Also der Blitzweg ist wieder dran. Moment, Moment, wie mache ich das jetzt am besten? Ich liebe eure Kostüme. Ich hätte auch mal so ein Kostüm, aber oben war es eher ein Babydorftopf mit gerafften Schultern. Und dazu super süße Leggings mit so einer Art Libellenmuster. Und boom. Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Die da hinten müsste doch weg. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Was ist das? Erzeugt Ekel oder ein Angriff? Dann machen wir das mal. Blutgruppe AB positiv. Jackpot. Los, Wunderarsch. Wunderarsch macht voll voll. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Ja. So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Seit wann ist Raisins Girls verbrennend in? Seit heute. Machen wir mal so, damit der mal schnell ein bisschen besser geschützt ist vor dem nächsten Angriff. Was darf denn sein? Genau davor hatte ich ein bisschen Schiss. Du willst eine Heilung? Och, Jimmy. Das sollte helfen. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Dann. Sehr befriedigend. Sehr schön. Moskitos geheilt. Siehst nicht so fit aus, Neuer. Und hier machen wir das jetzt ganz einfach. Boah, darauf trinke ich. Ultimativ. Die Bestellung zieht gerne vor. Alter, das hat wehgetan. Okay. Wir machen das jetzt ganz einfach. Richtig, spüre die Kraft des Human Kite. Irgendwas sagt mir, ich habe irgendwie die Zornentstellung gerade ein bisschen verkackt. Frag mich nicht, wieso. Von einer Flugkreatur zur anderen. Respekt. Stolz sein. Gewonnen. Hurra, Zitronenriegel für alle. Gewählte Pommes und 10 Pennies. So, und was ich mal ganz kurz machen werde, ich werde mal ganz kurz hier, so schon besser, frag mich nicht, wieso das gerade läuft, weil ich entschuldige mich mal dafür ganz kurz, es fehlt nicht mehr viel, 270 Erfahrung, oh, ich kriege noch Bonuserfahrung, ey, das finde ich aber nicht schön, wie man hier mit Moskito umgeht. Okay. Oh. Ja, Ui-Bild. Da braucht man nur noch 3 von. Hier haben wir ansonsten nichts mehr, ne? Ist doch gar nicht mehr so schlecht, dass wir uns hier schon umschauen. Unplanned Parenthood. Oh Gott. Ich erinnere mich da an etwas aus dem ersten Teil. Sieh dir an, was wir haben. Ach, jetzt. Bevor sie uns die Bude dicht machen. Jetzt können wir hier einkaufen, oder wie? Dann bist du hier richtig. Kondom der alte Gladiator. Arschpille, Erkennungskit, Schnellschwangerschaft. Ja. Willst du das Baby treten fühlen? Solange es noch geht? Danke. Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Ja, ja, ab in die Tonne, oder wie war das? Boah, der war eigentlich auch schon wieder unter die Gürtellinie. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Crafting, können wir ein göttliches Artefakt machen? Machen wir doch mal. Und wir haben den zweiten Crafting-Rang erreicht.
Und hier fehlt uns wieder eine Flasche. Dann bei Artefakte, was haben wir da noch? Das gibt uns nochmal plus 4 auf Gesundheit. Und das hier plus 8. Was ist hiermit? Also wir haben jetzt plus 10 kritische Trefferchance, plus 16 Statuseffekte, plus 5 Gesundheitswiederherstellung und ordentlich Boni. Die meisten Artefakte von einem bestimmten Teambonus, wenn sie ausgerichtet werden. Ja, Teambonus ist ja das hier drüben. Ist auch super, wenn ich das auf dem Bildschirm mit meinem Finger zeige. So, jetzt Fun-Frage. Jetzt ist das ja gar kein Thema mehr. Oh. Dann gehen wir doch als nächstes zur Schule. Hallo, sind die blöden Viecher? Nicht hier. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Na, ich hab keinen Bock auf dich. Oh, Kobel hier. Hanabi Walzer. Wir waren doch gar nicht in der City Hall. Gehen wir doch mal zur Bürgermeisterin. Ich schätze mal, mit der können wir noch kein Selfie machen. Wer mich berufen, diesen Held, kann mit seinem abgetackten Kick abgesoffen seine Trailerparkbude niedermähen. Was? Weißt du jetzt, wer die Bürgermeisterin und mich arbeitslos machen will? Schön, dass sich junge Leute noch für Lokalpolitik interessieren. Ja, ja. Oh. Kompendium der Kisten. Okay, nehmen wir mal an. Den Rucksack will ich da drüben eigentlich schon looten. Sehr schön, wir haben eine Sportflasche. Das heißt, sorry, wenn ich schon wieder im Crafting-Menü bin. Ich möchte aber wenigstens ein Wiederbelebungsserum noch machen. Weil dann haben wir noch einen Crafting-Rang und wir haben nochmal ein bisschen abgesichert. Mein Husten hat sich leider immer noch nicht gebessert. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin momentan schon Pillen und so weiter am Schlucken, aber. Naja, Arschkarte. So, hier kommen wir daran. Klebeband und eine extra große Rohrzange. So, wir gehen jetzt erstmal zur Schule. Oh oh. So. Das war so. Und zack. Kampfvorteil. So. Besiege die Chaos-Lakaien. Ach so. Halt die Fresse, Professor Chaos. Erstmal ein bisschen Feuer machen. Ah lol, die sind immun gegen Feuer. Dann machen wir schon mal mehr Schaden. Weiß ich nicht. Jetzt wird's chaotisch. Sehr schön, diese. Den einen können wir dann auch schon töten. Was? Ich bin drin. Okay. Human Kite Brandlaser. Alter. Du schaffst das. Dann hier rüber. Wir haben es geschafft. Ich habe zum allerersten Mal die Kombo geschafft. Aber wieso springt er sich selbst in die Luft? Walkie-talkie und Währung. Und mehr Money. Und kriegen dann hier noch was? Kriegen hier noch was?
Schon wieder eine Sportflasche. Können wir. Ja, können wir sogar wirklich. Zigaretten ist schon mit Bio gefahren, gut. Gehen wir mal ins Park County Community Center. Okay, das bringt uns gar nichts. Einmal aufs Weiberklo. Also, einfach beiseite stellen. Und jetzt? Etwas, was wir noch nicht können, oder wie? Gehen wir mal auf das Herrenklo. Das Herrenklo sollte normalerweise immer versauter sein als das Weiberklo. Lassen wir das mal lieber. Alter. What the fuck? Why? Ich finde es aber super, dass wir immer noch als Hauptaufgabe haben, die Katze zu finden. Oh, Faith plus 20 CD. Und hier ist nix. Also. Zack. Ah, keine Augenmaske. Und wir haben Taubenscheiße bekommen. Und einen Schnellreisepunkt. Okay. Moment. Der Router ist doch bestimmt. Hallo. Dachte ich mir. Arcana Hut. So, gehen wir jetzt mal in die Grundschule rein. Geh zur Schule. Geh zum Büro des Schulpsychologen. Ach du Scheiße, das könnte lustig werden. Hier was? Ich bin echt voll gespannt, was jetzt passiert. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Also. Okay. Was? Sonstiges? Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass es sich identifiziert als Geschlecht. Alter. Sind hier eigentlich alle durch? Sind hier eigentlich alle durch? Ah, dafür war das. Wir müssen unsere Charakterbogen immer weiter ausfüllen. Okay. Können wir hier noch was looten? Tschüss, Mr. Mackey. Selfie kann man nicht machen, ne.
Ja gut, dann geht's im Büro des Schulpsychologen, abgeschlossen. Bio gefahren, gut. Das ist zu. Können wir in die Cafeteria gehen? Oh, da oben sehe ich doch schon wieder was. Boah, mein Husten geht echt nur noch auf die Eier. Ich hoffe, dass er bald weggeht. Ist halt auch schon nervig bei den Aufnahmen und ist jetzt ernsthaft noch ein Yaoi-Bild. Verwirrt von der Schule. Alter. Jetzt haben wir nicht ernsthaft bald alle Yaoi-Bilder. Stoffballen. Hier haben wir auch noch was. Gegengift. Und hier kommen wir nicht raus. Gut. Dann gehen wir hier wieder raus, beziehungsweise beenden hier die Folge und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.